Ich hole mal eine meiner Zigarren raus und stelle mich mal neben diesen Offizier und reiche ihm die. Hey, leg mal deinen Glimmstängel weg. Hier, das ist mal was Vernünftiges. Marke Carino. Ja, er greift zu, zündet die sich wohl an, indem er seinen Daumen einfach ein kleines Feuerzeug, beziehungsweise er steckt seinen Daumen aus und kann sehen, wie so eine kleine Flamme auf dem Daumen hervorsticht. Er zieht zwei, dreimal, dann ist sie an. Und tatsächlich wie ein Genussmensch wird er dann sich erstmal hinsetzen und glückselig den Tabakqualm einatmen. Bleib neben ihm stehen, verschränke die Arme, lächle noch einmal in seine Richtung und schau mir das von seiner Perspektive aus an. Das wird hier ganz interessant. Sieh, weißt du, so schließt man schnelle Freundschaften. Setz dich zu mir. Ich konnte dich doch nicht weiter an diesem Glimmstängel ziehen lassen. Das ist ja eine Beleidigung für eine Zigarre. Verzeiht, Mudaris Abelmir, ich werde euch nicht mehr das Unterdeck zeigen. Meine Lust ist gerade vergangen. Ihr könnt euch entfernen. Schreibt das euren Kameraden zu. Ach, ich verstehe. Ihr seid immer noch genauso verbohrt wie die ganzen Magister im Mahoras Reich. Nicht aufgeschlossen für Neues. Ach, ich würde mal wie auf der Kähnung wie und mich bei der Spitze dieses Schiffes näher mit der wunderschönen Figur, der Galionsfigur vermutlich. Ich möchte aber mir auf die Schultern klopfen, während wir um neben ihm hergehen. Nun, ihr hört es ihnen nicht vor, Gabelmir. Ihr würdet sicherlich auch verbohrt sein, wenn ihr unter der Knute der Preiospriesterschaft lehren müsstet. Aber sie sind es ja nicht. Sie sind aus eigenem Antrieb so verbohrt. Sie sind neuem nicht aufgeschlossen. Ich verstehe es nicht. Nach all diesen Jahren müsst ihr etwas zugelernt haben. Aber nein, sie folgen ihren alten Traditionen, alten Faden. Die wahre Kenntnis wird nur dem zuteil, der bereit ist, die Ordnung in Frage zu stellen. Und das sind diese hier nicht. Sind sie doch vollständig in der Tasche von Dahmani. Ja, traurigerweise. Nun ja, vielleicht die Zukunft wird zeigen. Vielleicht lernen sie noch etwas. Tulamin sieht den beiden kopfschüttelnd nach und sieht einen Boltax an. Was soll das nur werden, ein Kusleck? Ich habe nicht die geringste Idee. Offensichtlich... Nun ja, provozieren hier einige lieber als andere. Ich finde das einfach nur traurig. Aber gut, wir sollten uns vielleicht mehr an diesen wunderschönen Möglichkeiten, die das Schiff uns aufzeigt, ergötzen. Schaut einmal, die Juwelen, wie sie hier in diesen nun Übergang eingefertigt worden sind. Ja, und während du auf die Juwelen deutest, kannst du sehen, wie wohl irgendein anderer Studiosus gerade in der Nebelwand herbei beschworen hat und das ganze Schiff und den restlichen Hafen in eine große Nebelwand taucht. Wer war das? Jetzt wollte ich gerade etwas zeigen und erklären und ach. Und ja, das Studio, sie sind offenbar fleißig am Üben. Ja, vor allem ist das eine ganze Menge Kraft, die das aufwendet. Vielleicht kann man diesen Zauber gemeinsam wirken? In der Gruppe? Natürlich. Es geht sicher, aber wartet, lasst mich das Ganze einmal abregnen. Das nervt mich etwas. Ich packe mir einen Schlangenring und lasse den ganzen Nebel abregnen. Kostet dich das der Regen was? Ja, natürlich. Der kostet mich 18 ASP oder so. Moment, der Schlangenring lässt alles Wasser in der Atmosphäre wegregeln, oder? Alles in der Atmosphäre wegregeln, genau. Ich glaube, der Nebel ist einfach nur Wasser, ne? Der hat Elementarwasser als Komponente. Richtig. Das ist Wasser in der Atmosphäre, oder nicht? Ja, sollte das gehen. Ohne Probleme. Ich würfel schnell einmal auf meine Ritualkenntnis, ohne Momento. Kann ja immerhin sein, dass ich eine Doppel-20 würfel, ansonsten klappt das aber. So. Macht über den Regen. Ich würfel einfach mal. Wo habe ich die denn eingetragen? Ich habe so lange nicht mehr gewürfelt. Es gibt eine spezielle Seite, auf der man Rituale eintragen kann. Ja, ich habe es bei Sonstiges eingetragen. Ja. Ja, das ist geschafft.
Ja, wenn der Regen abregnet, dann nach und nach kannst du auch sehen, wie da wohl mehrere Studiosos im Kreis saßen. Irgendwie drumherum drapiert noch ein Lehrmeister, ein Tudamidischer, und die haben da wohl gerade zusammen im Singsang diese Nebelwand herbeibeschworen, einfach nur ums zu üben. Ja, also ich lasse das instantan abregnen. Also es klatscht dann einmal und das Deck wird nass. Oder ja, so. Und ein Teil vom Hafen eben auch. Ja, also wenn sie das nicht beeindruckt, Boltax. Naja, ein bisschen. Weißt du, wer war das? Das waren die da. Die haben da wohl was verpatzt. In ihrem Kreis. Ich kann Diamantis wiedersehen. Und hören. Verdammtes Zauberschiff. Ey, hast du mal Feuer? Nein, mein Zeug ist auch komplett durchnässt. So eine Scheiße hier. Ja, kannst du wieder sehen, wie Valpo seinen Daumen ausstreckt und dir die Zigarre wieder anmacht. Danke dir. Währenddessen kann Abelmir, wenn du nach vorne getreten bist, auf die Vordertrutz, kannst du da so sehen, wie da nicht nur schwere Rotzen stehen, sondern vor allem zwei Draglossas. Feuerspeiende, was sind das? Es sieht fast so aus wie Rotzen, nur dass vorne dann Feuer- und Flammenstrahle herauskommen. Faszinierend. Sowas bräuchten wir auch an Bord des Schiffes. Sehr gut für die Nahabwehr von Nunia-Schiffen. Ich gucke mich nach einem Geschützmeister mal um, ob der da rumläuft. Zurzeit nicht. Du siehst da wohl aber wie da so ein ziemlich kleiner, kaltköpfiger, schnauzbärtiger Effertgeweihter. Zumindest sieht er aus wie ein Kaplan. Kommt dann auf dich zu. Er sieht nicht aus wie der typische Abt oder wie der typische Kaplan. Aber vor allem seine Ohrringe bestehen aus Gwenpetröl. Kommt auf dich zu und gibt dir seine schwielige Hand. Euer Gnaden, sehr erfreut. Ich bin Omar Al-Alam. Ihr habt Fragen? Ja, zu diesen Geschützen. Ich finde es überaus faszinierend, dass ein Effortgeweihter nur daran denkt, in die Nähe dieser Geschütze zu gehen. Ich hasse Feuer. Aber da komme ich nicht drum herum. Interessant. Ich wünschte, unser damaliger, nicht Effortgeweihter, aber der Geweihte dieses Wahlgottes wäre ebenso aufgeschlossen. Ich habe angefangen mit Speisen, die auf Feuer erwärmt wurden, ne? Aber das lässt sich hier nicht lange durchhalten. Und ich habe lange mit Rafik gesprochen. Ich bin nicht der Einzige, der es hier lernen musste auszuhalten. Viele verschiedene Leute von überall her, die ihre ganz eigenen Kulturen einbringen. Und ebenso diese Draglossas. Fasziniert, nicht wahr? Ich würde mich mal näher runterbeugen, um diese Mechanik genauer zu studieren, zu untersuchen. Also ich würde sie nicht anfassen, ich würde es mit Augen studieren. Das Problem ist nur, dass die Dämonenarchen immun gegen Feuer sind. Ja, das ist mir bekannt. Aber nun, das muss ja nicht so bleiben, nicht wahr? Ich denke schon, dass es so bleiben wird. Ach, die Zukunft wird es zeigen. Satinav hat eine ganz interessante Sichtweise auf die Zukunft. Ich halte mich lieber an die Götter, nicht an Satinav. Ja, wenn ihr so wollt, lassen wir das. Es würde nur ausarten. Man müsste sie mit Eis füllen, flüssiges Eis oder so etwas. Dann würden sie sicherlich auch Dämonenarchen schaden. Aber für diesen Fall haben wir andere Genie an Bord. Eine faszinierende Idee. Eis. Ob sie das wohl aushalten würden? Ich klopfe mal ganz vorsichtig auf diese Metallrohr. Nun, Draglossas können eine ganze Menge. Sie sind ausgelegt für Schiffskämpfe. Zwar nur auf kurze Entfernungen, aber nun ja. Wenn man das Eis verschießen könnte, dann sicherlich. Bisher verbrennen wir Piratenschiffe damit. Äußerst effektiv, bevor es zu Enterkämpfen kommt. In der Tat, aber Eis ist natürlich eine faszinierende Idee. Ich werde darüber nachdenken. Sagt, wozu dient dieses Gebilde vorne, diese Galionsfigur? Hat sie eine magische Belebung?
hat sie. Selbstverständlich. Schaut euch doch einfach die Metalle an, die verarbeitet worden sind. Ich erkenne hier Mindorium und Arcanium. Und Tendorium. Ich sehe deutlich zu erkennen. Hat es irgendwelche Zeichen auf Zayat oder? Nicht auf Zayat. Tolamidia, Utolamidia. Gut, dann würde ich probieren, dieses Zeichen mal zu lesen. Ich würde probieren, noch die Schrift oder? Kannst du machen. Sekunde. Währenddessen die anderen, könnt an Bord erkennen, wie hier wohl es keine Leute gibt, die hier wohl das Deck schrubben oder so etwas. So pro Deckabschnitt mindestens, also so wie hier steht, könnt ihr 5 verschiedene Besen erkennen, die hier wie von Geisterhand belebt, wie von einem Animatio umherputzen. Ja, das ist doch praktisch. Ich denke, das sind keine Elementargeister, sondern eher etwas, was man in Belhanka lernt. Ja, richtig, Mann. Sieh. Naja, das nicht das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Da hat mich der erste Eleve ganz schön auf den Arm genommen, als ich gesagt habe, zur Strafe 3-mal die Kammer ausfegen. Da hat er geschnipst und das war getan. Darauf haben wir gelacht und ein Bier getrunken. Kann man die anfassen, Bultax? Ja, du kannst sie anfassen. Die werden dich nicht beißen. Keine Sorge. Okay. Ich möchte mal versuchen, eins von den Dinger zu fangen. Ja, die putzen wie ein Geist, wie von einem Geist gehalten, vor dir das Deck und du kannst ihn anfassen, dann bleibt er erst einmal in deiner Hand still. Das ist... Auf ihm. Ja. Du hast ihn gefangen. Gratulation. Das war jetzt überraschend einfach. Ja. Ich habe mal von einem anderen Zauber gehört, den Hexen verwenden. Die können damit ihren Besen werfen und er verprügelt dich. Oh. Unsere Schiffsschrauben funktionieren ähnlich. Ah, das ist interessant. Erzähl. Ja, darf ich nicht. Rafik hat gesagt, es ist verboten. Soll ich nicht. Dann lass ich dich mal weiter putzen. Wenn du den Besen loslässt, bleibt er gut stehen und fängt dann wieder an zu putzen. Hätten Sie denn jemand für eine solch niedere Tätigkeit eine Beschwörung gewagt, man hätte ihn erst grün und blau geschlagen und in den Keller gesperrt. Jeder weiß, für niedere und einfache Tätigkeiten braucht man eine diesseitige Kreatur. Alles andere ist auf Dauer zu schwer zu kontrollieren. Serpentilio, kommt doch mal her. Serpentilio steht mit verschränkten Armen auch vor so einem kleinen Putzdingsi. Ja, Senwaltax, habt ihr ein weiteres Wunder dieses Schiffes, das ihr mir zeigen möchtet? Präsentiere eine diesseitige Kreatur. Und zeige auf Serpentilio. Ja, ich lasse euch gerne wissen, dass ich während meiner Novizenzeit mehr als eine Kammer ausgefegt habe. Ja, das wäre deutlich leichter gegangen, wenn ihr so einen Besen gehabt hättet, oder? Das ist doch gerade der Grund an solchen Übungen, Boltax, den Studiosi einzubläuen, dass man nicht für alles eine Beschwörung herbeinehmen darf. Denn dies ist der schnellste Weg in ein frühes Grab. Aber das hier ist keine Beschwörung, da sind keine Geister drin gebunden. Ist euch das nicht klar? Ist es nicht alles an diesem Schiff, ist doch elementar bewegt. Nein. Was hier nicht, das ist offensichtlich. Seid ihr so verbohrt, dass ihr das eine nicht von dem anderen unterscheiden könnt? Sagen wir, ich bin von der zur Schau gestellten Fülle verblendet. Habt ihr im Übrigen verstanden, was dieser Hellsichtmagier meinte? Ich meine, mag sein, dass er gut darin ist, Leuten in den Kopf zu blicken. Aber doch wohl kaum einem Kapitän auf einer Dämonenarche viele Seemeilen entfernt. Ich habe immer noch nicht verstanden, was er eigentlich tut, dieses Schiff. Nun, Zulamin, ich weiß nicht. Wart ihr in der Zeit, als wir in, ich glaube, das hieß Romulus, diese kaputte Stadt mit diesem Schlangentor in der Mitte. Ihr erinnert euch, diese Akademie, wo ich das Pendel gefunden habe. Signorina, ich kann das erklären, Mann. Er guckt vor allem den Dämonologen in den Kopf. Das ist genau das, was hier dieser Schwarze neben dir gesagt hat. Wir gucken uns im Vorfeld an, welche Dämonen beschworen werden und richten dann unser Pentagramma-Fangnetz aus. Aber kommt ihr denn nahe genug an den Feind heran, um so etwas zu tun? Warum nicht? Er ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet.
Dies bedingt allerdings, dass ihr genug Zeit habt, einer Beschwörung hervorzukommen. Einem gebundenen Dämon werdet ihr schlusslos ausgeliefert mit dieser Methode. Naja, dafür haben wir auch fertige Pentagrammakugeln und Fangnetze bereit. Müssen wir die richtigen rausholen. Ihr wollt mir vermitteln, dass ihr Pentagrammanetze auf Lager habt, die in der Lage sind, einen Mehrfachgehörnten zu fangen? Ja, zumindest die üblichen. Vielleicht habe ich Teile eurer Kunst unterschätzt. Ihr stünden nicht zufällig für eine Demonstration innerhalb der nächsten Woche zur Verfügung? Also, ich von meiner Seite aus ja, wenn ich nicht gerade Elmblatt geraucht habe. Aber das solltest du vielleicht vorher mit Rafik besprechen, wenn du uns angreifst, sonst wird er blöse. Sicher doch. Man muss natürlich ein kontrolliertes Experiment führen. Weißt du, weil wir haben Shana Spiegel in unserem Herzschiff ist und damit können wir halt ohne irgendwie sowas wie eine Artefaktgrenze, können wir alles lagern. Wir können ja auch 100 Magier an Bord haben, wenn die nicht so teuer werden. Und deswegen haben wir nur 50. Spiegel, ja? Das ist interessant. Mehr darüber. Ja. Sorgt das auch dafür, dass die elementaren Harmonien ausgeglichen werden, oder läuft das hauptsächlich über die Edelsteine? Das darf ich alles nicht verraten. Das ist geheim. Also zurück zu diesem Spiegel. Wenn das mit den Edelsteinen geheim ist, dann verstehe ich das. Ihr sprach davon, dass er die Artefaktgrenze quasi aushebelt und dafür sorgt, dass die kritische Essenz nicht erreicht wird? Ja, das, genau. Ah, wir haben uns nämlich schon gefragt, wie es dazu kommt, denn hier sind ja sehr viel Magier auf sehr engem Raum. Das ist eine sehr clevere Idee. Wo habt ihr den Spiegel denn her? Der würde euch sowieso nichts sagen. Oh. Tubadek Alkain? Bitte noch einmal. Tubadek Alkain, der verhüllte Meister von Selem. Selem, sagt ihr? Ist er ein Elementarist? Kann man so sagen. Der größte Elementarist, den ich kenne. Nun, jetzt kennt ihr mich. Das bedeutet, wir sind auf gleicher Augenhöhe. Du bist kein Erz... weder Erzmagier noch verhüllter Meister. Ich bin Erzgeode. Tubadek ist über 1500 Jahre alt. Naja, und ich bin 80 Jahre alt. Und er hat diesen Spiegel erschaffen? Das weiß ich nicht. Er hat ihn uns gegeben. Nun, dann habt ihr sicherlich einen mächtigen Verbündeten in ihm. Zumindest haben wir keine Artefakt-Obergrenze mehr. Ohne den Spiegel würde das Schiff explodieren. Aber Als wir nach Selem kommen, sollten wir mit diesem Tubalek sprechen. Ich habe da einige interessante Fragen und vielleicht können wir... Ihr sagt es, dein Erz-Elementarist? Das habe ich nicht gesagt. Eis. Er ist ein Erzmagier, Boltax. Kein Erzmagier. Eis. Oh, wunderbar, damit kenne ich mich auch aus. Ein bisschen jedenfalls. Es gibt wenige Geoden. Kennst du die Wüste Kom? Ja. Er ist schuld, dass die Wüste Kom existiert. Nein, das war Pöderkor. Oh, dieser Drax. Nein. Das sagt man zwar, aber die Wüste Kom ist wegen Tubalkan so. Nein. Hat er euch das gesagt? Ich sag am besten gar nichts mehr. Denn nimmt doch einen Zug von der Zigarre von Diamantis. Ja, genau, richtig. Ich nehme noch erstmal ein, zwei Züge und dann können wir uns weiter unterhalten. Ja, und während ihr euch dort unterhaltet, könnt ihr dann auch sehen, wie tatsächlich der Kapitän endlich mal sich an Bord begibt und Rafik ibn Dahmani mit wenigen Worten das Deck betritt, sich einmal umschaut zu den verschiedenen Eleven, die dort im Kreis sitzen, ihre Übung abhalten, nickt dann wohl Branzarush zu und den anderen Djinn und tritt dann an euch heran. Ihr seid also gekommen. Willkommen an Bord. Ich hoffe, ihr wurdet freundlich empfangen. Ja, richtig schön hier. Vielen Dank für die Einladung. Ein überaus faszinierendes Schiff. Ich bewundere die Elementarharmonie, die hier herrscht. Das habt ihr fantastisch hinbekommen. Es öffnet einem zweifelsohne die Augen über die Kunstfertigkeit der Kunchomer-Magier. Nun, nicht nur die Kunchomer. Vor allem das Geld kam aus Kunchom. Die Magier kommen von überall her. Ja, ihr meint überall nördlich des Zintotals. Korrekt. Gibt es Fragen? Ich habe,
Ja, in der Tat. Ich habe ein bisschen mit einem der Wasser-Dschinnen gesprochen und hätte da einige sehr interessante Synergiefragen. Ihr habt ja auch ein paar Feuer-Dschinn hier und ich sehe ein, zwei Glyphen, die genau das Gleiche bewirken. Wie kommt ihr mit der Verflechtung von Feuer und Wasser an dieser Stelle zurecht? Ich habe von einigen sehr interessanten Orten, zum Beispiel unter Seevulkanen und ähnlichem gehört, an denen eine ähnliche elementare Harmonie herrscht. Wir haben Pakte geschlossen. Ah, sehr gut. Das kenne ich. Das habe ich auch. Das kann ich erkennen. Bereits bei unserem ersten Gespräch erkannte ich, dass ihr von verschiedenen Elementen auserwählt wurdet. Nun, man tut, was man kann. Alles in einem zu vereinen ist etwas schwierig, aber es gelingt, wenn man sich darauf einlässt. Sowohl Lamash Tour kannte euren Pakt mit dem Grauen Mann und auch Branzerush kannte den Pakt mit einem alten Vulkanwesen. Ja. Der das, Herr die Pforte nach Tarun. In der Tat. Das war eine eindrückliche Begegnung mit dem Elementarwesen. Das glaube ich. Es war auch wichtig, denn es wird uns auf unserer Mission sicher voranbringen. Und mit wem habt ihr Pakte geschlossen, wenn ich fragen darf? Mit ähnlichen Wesen, allerdings allesamt an dieser Küste beheimatet. Elementare Meister gibt es viele. Man muss nur wissen, wo man sie findet. Das ist in der Tat wahr. Und nicht jeder ist wie der andere. Jeder ist speziell und einzigartig, so wie die Elemente selbst. Korrekt. Findet ihr eine solche Verflechtung mit extrasphärischen Wesenheiten nicht, sagen wir, abträglich zur Zurechnungsfähigkeit des durchschnittlichen Bakterias? Wieso extrasphärische Wesenheiten? Die Wesenheiten sind in dieser Sphäre verankert. Sie machen die Sphäre aus. Aber ihre Interessen dienen nicht in unseren. Wisst ihr, ich bin nicht nur ein meisterlicher Kapitän und Elementarmagier. Ich bin auch der Sohn meines Vaters, den ihr vor kurzem erst besucht hattet. Und dieser ist ein Händler. Ich verstehe mich also auch ausgezeichnet auf den Handel. Ebenso auf den Handel mit Elementarwesen aus einer anderen Sphäre. Und ihr könnt garantieren, dass ich keinen ungebührlichen Einfluss auf den Rest eurer paktierenden Mannschaft habe? Es gibt hier keine Paktierer an Bord. Solltet ihr mit dieser Frage etwas in dieser Art und Weise... Und ihr sprach doch gerade noch davon, dass ihr Pakt abgeschlossen hättet. Nun, aber keine Dämonenpakte. Es sind Pakte, wie ich sie abgeschlossen habe. Nun, ein Pakt ist ein Pakt. Dämon, Elementar, Gott ist nicht so wichtig. Ich denke, was er uns sagen möchte, ist, dass er als gewandter Händler einen guten Handel abgeschlossen hat. Und es gibt keine andere Pakte hier an Bord. Die Djinne, vermutlich ist die Homogenität dieser zu wahren zumindest ein guter erster Schritt. Die Djinne werden herbeigerufen und man wünscht sich etwas von ihm, aber man geht keine Pakte ein. Man bezahlt sie und lässt sie wieder gehen. Das ist richtig, man macht ihnen Geschenke oder gibt ihnen etwas, das sie gerne haben. Die anderen Pakte habe ich nur ich geschlossen. Habt ihr irgendwelche besonderen Vorkehrungen getroffen, dass ihr keine Paktierer nun ja der anderen Art an Bord habt oder haben könntet? Nun, ich denke, dass das langfristig auffallen wird. Wir haben viele Wesen, die den Einfluss eines solchen Makels auf der Seele spüren könnten. Nun, das wäre tatsächlich etwas, was auch für uns von großem Nutzen werden könnte, denn, nun ja, ihr könnt euch vorstellen, dass es viele gibt, die ein Interesse daran hätten, unsere Mission zu boykottieren. Zudem werden sämtliche Rekruten nicht nur von der Kunthjuma-Akademie ausgesucht und weitergeschickt, sondern sie werden auch in den Tempeln überprüft. Eine sehr vernünftige Herangehensweise, das muss ich sagen. Nun... Der Menino sieht aus, als würde ihm gleich eine Ader platzen, aber er sagt nichts. Habt ihr im Hinblick auf die Segel vielleicht einige Tipps für uns? Es kann ja immer mal passieren, dass man in einer Sumo-gewollten Flaute steckt und ein bisschen Wind unter den Segeln, oder? Ja, in der Tat. So etwas wäre hilfreich. Serpentilio, könnt ihr sowas machen? Selbstverständlich. Und wenn ich euch wissen lasse, zumindest auf magische Weise sehr viel eleganter als das, wenn ich auch die Malerei nie sonderlich zu schätzen gelernt habe. Wusstet ihr eigentlich, dass man als Teil der Rashtuna Exils einige sehr interessante neue Varianten der Kraftquellenspeisung erfunden hat?
Nein. Das war auch nicht die Frage. Ich meinte nicht euch. Es ging einfach nur darum, zu fragen, ob ihr das könnt. Dann würde ich euch bitten, darum einige von diesen Luftzauberzeichen in unsere Segel zu fertigen. Ich glaube, das wäre sehr hilfreich. Seit der Borberadianischen Kriege und dem Exodus der einen Schule pflegen wir wenig Kontakt mit den Rashtule-Elementaristen. Sie mögen zwar Tulamiden sein, aber nun, die Verbannung der Elementaristen tut den Dämonologen nicht allzu gut.